Das ist eine Säule. Sie dient als Stützglied eines Baus und hat einen kreisförmigen Grundriss. Eine Säule lässt sich grob in drei Teile untergliedern. Die Basis, der Schaft und das Kapitell. Diese drei Teile kann man natürlich noch feiner unterteilen. Der Schaft ist der mittlere Teil der Säule. Er kann monolith oder aus mehreren Trommeln zusammengesetzt und mit Kannelierungen verziert sein. Eine Kannelur ist eine senkrechte Hohlrille am Schaft. Das Kapitell ist der Kopf der Säule. Es kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. In der griechischen und römischen Architektur sind Säulen ein zentrales Element der Gestaltung. Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche Säulenordnungen herausgebildet. Eine Säulenordnung sagt uns nicht nur etwas über das Aussehen einer Säule, sondern auch über das Verhältnis der Säule zum Gebäude und sogar über das System der Architektur. Die drei klassischen griechischen Säulenordnungen sind die dorische, ionische und korinthische Ordnung. Die dorische Ordnung ist ein genau durchkomponiertes System und folgt strengen Regeln. Und so ist die dorische Ordnung aufgebaut. Der meist dreistufige Unterbau, genannt Krippis, die oberste Stufe nennt man Stylobat. Darauf steht die Säulenhalle, die Peristasis. Eine dorische Säule sieht so aus. Keine Basis, leicht geschwollen, Kannelluren, die aneinander stoßen. Die Säule besteht aus mehreren Trommeln. Eingekerbte Ringe markieren den Beginn des Säulenhalses. Das Kapitell ist schlicht und besteht aus Echinus und Abakus. Über den Säulen erhebt sich der Oberbau. Er besteht aus dem Gebälk mit Architrav und Triglyphen Metopenfries und dem Giebel mit Geison und Sima. An Vorder- und Rückseite eines Tempels gibt es ein Giebelfeld, das Tympanon. Die ionische Ordnung entspricht in dem Aufbau der dorischen. Aber die ionische Ordnung ist viel variantenreicher. Die ionischen Säulen sind schlank und stehen auf einer Basis mit Plinthe, Wülsten und Kehlen. Die Kanneluren sind durch Stege voneinander getrennt. Beim ionischen Kapitell rollt sich der Echinus ein und bildet Schnecken, die Voluten. Über dem Architrav befindet sich ein Zahnschnitt, später ein Fries. Die korinthische Ordnung ist eine Variante der ionischen und weicht nur beim Kapitell ab. Markant sind die Akanthusblätter. In römischer Zeit wurden die drei Säulenordnungen übernommen und weiterentwickelt. Die toskanische oder auch tuskische Ordnung ist eine Variante der dorischen. Die Säulen verfügen über eine Basis und einen Halsring, aber über keine Kanneluren. In der Kompositordnung wurden Elemente unterschiedlicher Ordnung miteinander verbunden, meistens in den Kapitellen. Diese fünf Säulenordnungen, die dorische, ionische, korinthische, toskanisch-tuskische und die Kompositordnung, gelten als kanonisch. Die einzige erhaltene antike Abhandlung stammt von Vitruv. In der Renaissance knüpfte Leon Battista Alberti an seine Ausführungen an. Also, die dorische, ionische und korinthische Ordnung entstanden in der griechischen Antike. Am einfachsten merkt man sich die Abfolge so, vom Einfachen zum Komplizierten in der Reihenfolge des Alphabets. Die toskanisch-tuskische und die Kompositordnung wurden von diesen drei Ordnungen abgeleitet und entstanden in römischer Zeit.